Das Eisen brauchen wir unten zum Craften. Deswegen schmeiße ich das hier vor die Schmiede. So. Dann den Rest hier, dieses Sumpfholz, packe ich hier auch rein. Und die Felle auch, die brauchen wir gleich wieder. Und wir brauchen jede Menge Bronzenägel. Hä? Ach, weil der Safe corrupted war. Wir haben uns jetzt sozusagen aus Versehen Nägel gecheatet. Weil ich hatte doch welche auf der Tasche. Und er hat ja aber die Map nicht gespeichert, aber mein Inventar. Naja, gut. Also ich habe nicht gecheatet, ne? Ich nehme das jetzt so an. Danke, Valheim. Haben wir uns was zurechtgeglitscht. Das ist natürlich nett. So, und hier gucke ich mal, wie ist das mit dem Eisen? Wie viel ist hier noch drin? Ist gleich durch, ne? Ja, er ist genau jetzt durch. Perfekt. Habe ich ja richtig das Gespür für, tatsächlich. So, die schmeiße ich mal kurz dahin. Die brauchen wir gleich. Und ich nehme nochmal eine Fuhre Eisen mit. Und mache eine neue an. Was auch sonst. So und so. Dann Kohle. Zack, zack. Und natürlich Eisenerz. Hier den 30er und hier vor die Hälfte. So. Perfekt. Das ist nicht nur perfekt, das ist sogar plusquamperfekt. Also hier rein und hier. So. Hier ein und. Na komm. Hier ein. Da. Ach, was mache ich denn? So. Und so. Eins nach dem anderen. Zack. Und hier. So. Sehr gut. Sind die jetzt hier drin? Ja. So. Dann schmeiße ich die Kohle wieder rein. Hab zwei Eisenbarren, dann nehme ich die und die auch mal mit. Das hier und das hier. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube ja aber nicht, dass es reicht. Stimmt, brauchen wir nicht alleine für die nächste Stufe schon 30 irgendwie? Ich glaube ja, ne? Oh Mann. Aber gut. So. Stimmt, da hätte ich die Felle eigentlich gleich draußen lassen können. Das war jetzt nicht so smart. So. Und Sumpfholz haben wir noch oben auf dem Speicher, ne? Keine Sorge. Auch wenn es hier gerade ein bisschen mager aussieht. Es ist nicht mager. So, Streitaxt, let's go. Ja, und wir brauchen noch einmal 45 und dann hätten wir das. Und was brauchen wir hier für die Eisenaxt? Was sind die? Hier. Puh, auch nochmal so viel. Ja gut, aber wir haben Eisen wieder angeschmissen. Ich schmeiß die Axt hier wieder hin und den ganzen Crafting-Stuff und nehme das hier mit nach oben. Hervorragend. Boah, das wird ja echt ein richtiger Krampf jetzt, ne, das überall so zu bauen. Ach, ich wollte mir außerdem Eisen mitnehmen für... Wir brauchen ja eigentlich nur zwei, ne? Ja, wir brauchen nur zwei. Die nehme ich mir auch raus. Zwei. Den Rest dahin. Und wir nehmen außerdem ohne Ende Augen mit. Was heißt ohne Ende? Ich glaube 100 reichen. So. Weil dann können wir nämlich den hier bauen. Und dann probiere ich das mal, wie das aussieht, wenn ich den genauso wie ich es gerade meinte, hier einfach so hinbaue. So. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt. So. Ja. Doch. Ne? Und da in der Mitte dann halt die Axt. Also da mache ich jetzt nochmal die Kristallaxt hin. Zu Vorführungszwecken. Und so würde das dann aussehen. Ey, das sieht voll geil aus. Bisschen zugequetscht vielleicht. Aber alles, was zur Eisenrüstung gehört, ist hier dran. Der Bogen und sämtliche Waffen. Die Schilde. Und hier hinten sogar die beiden Werkzeuge. Sehr gut. Okay, das müssen wir jetzt theoretisch bei allen machen. Deswegen würde ich tatsächlich mal damit anfangen.
die hier zu entfernen. Und tatsächlich bei einigen gibt es nur sehr, sehr wenig Waffen und Werkzeuge. Zum Beispiel bei Zalump, ne? Bei Zalump gibt es nur den Knüppel und den Bogen. Außerdem Steinaxt und Flintaxt. Also hier, wie heißt es denn? Was heißt denn Flint? Feuerstein. Ne? Feuersteinaxt. Und das war's. Aber bei Eisen und vor allem auch bei Chitin, da wird es eine ganze Menge Stuff geben. Und hier weiß ich auch noch nicht genau. Wir haben ja diese Rüstung zweimal, weil wir die ja selber hatten. Genau das gleiche wie unsere Robe, ne? Da ist eine Robe und wir haben selber eine an. Hm. Naja, gut. Aber what auch ever. Ich mach mal kurz hier die Dinger schon mal. Kannst du mal nach da gucken, bitte? Dankeschön. So. Zack. Nee. So. Muss gar nicht so genau sein, ne? So. Na komm. Sehr gut. Und hier. Den haben wir schon. Und hier nochmal. Hier habe ich das Gefühl, ist weniger Platz als bei den anderen. Kann das sein? Hier sind drei Bretter und auf der Seite ist mehr Platz, ne? Hier ist mehr Platz als hier, oder? Ja, ist es. Na gut. Was soll's? Sieht trotzdem symmetrisch aus. Also man merkt es gar nicht. Zumindest wenn man im Raum steht. So, hier. Oh. Ja, die muss ich entfernen. Oh. Zieh dich! So gegentreten auch. Was soll das? Auch zu so einer Truhe sagen, verzieh dich. Was ist man denn für ein übelster Trottel? So, warte. Ach, geht da gar nicht, ne? Weil da sind ja nachher die Werkzeuge dran. Dann mache ich die Kiste mal kurz hier hin. Ne? Weil das hier wird natürlich dann auch entfernt. Ist klar. Das brauchen wir dann ja nicht mehr. Also mal gucken, wie wir das dann machen. We will see. So, es ist wieder Nacht, ne? Tatsächlich. Das bedeutet, ich schmeiß mal die Aegis. Eis hier drauf. So. Und wir schmeißen uns in eine Pofe. Gute Nacht. Guten Morgen und direkt weiter. Runder. So. Und da würde ich sagen, ja, weiß ich nicht, wollen wir dann einfach von links nach rechts uns durcharbeiten? Ja, ne? Und ich weiß nicht, ob ich die hier erstmal ausklammern soll. Eigentlich nicht. Eigentlich sollte ich direkt alle machen. Aber, weil ich weiß ja, dass neue Rüstungen dazukommen werden. Dann machen wir uns hier einen übelsten Aufwand. Und reißt es dann später wieder ab. Soll ich die beiden erstmal ausklammern? Ja, ne? Ich glaube, das mache ich. Ich mache aber die anderen auf jeden Fall alle schon mal ready. Das heißt, wir brauchen Holz und Teer. Und dann reißen wir erstmal jeweils die Kleinen ab. Ich mache das immer in Massenproduktion. Also, dass ich jetzt nicht jetzt erstmal wieder bauen und dann wieder wechseln und so weiter. Damit ich mir dieses ewige Wechsel spare, mache ich direkt alles bei allen. Immer gleich. So. Es rained auch draußen, wa? Oh Mann. Aber gut, Gott sei Dank sind wir schön im warmen Trocknen. Nervt natürlich ein bisschen mit der Geräuschkulisse jetzt, ne? Aber gut, was soll ich machen? So. Ach, warte mal, ich hätte den unteren auch gleich wegmachen können, ne? Nee. Ah, warte mal. Das stimmt hier dann aber nicht, ne? Dass der jetzt so ist. Ich mache das mal anders. Warte mal, wenn ich den wegnehme. Und ich mache stattdessen hier den Halm so dran. Dann geht ja nämlich die Textur hier über, ne? Da. Aber die Textur zittert. Da, ne? Man sieht, das Muster passt zwar, aber irgendwie
Wenn ich das von hier sehe, wie sieht denn das aus? Nee, das Zittern nervt mich. Bin ich ehrlich. Mache ich den nochmal weg. Und doch wieder den so dran. Warum auch nicht? So. Ja. Und dann machen wir den. Great. Jeweils an diese Ecken. Zack. So. Besser, ne? Geht viel schneller, wenn wir das so machen. Oh, hier ist rot. Das ist aber nicht so gut. Muss ich hier gleich mit Eisen verstärken? Und wenn ja, warum? Und warum bei den anderen nicht? Keine Ahnung, das können wir gleich untersuchen. Halt! Gedrate. Und hier gedrate. Und die haben wir natürlich schon. Also hier weiter gemacht. Wie sieht es mit Ressourcen aus? Ist noch. Gut. Können wir sogar den Querbalken oben noch machen. Das ist natürlich erfreulich. So und so. Warte mal. Jetzt, wo ich das hier gerade baue. Ja doch, wenn ich den Adgeier sehe. Ich habe gerade gedacht, wir können den eigentlich doch einen halben runter machen, dass er so auf der Höhe ist. Aber dann würde das hier nicht mehr passen. Nee, nee, ich lasse das so. Ich lasse das so. Gut. Und dann den hier so dran. Mache ich mal immer an den, ne? Immer an den, gegen den ich gucken kann, so. Zack, zack. Und zack, zack. Oh, ich muss auch wieder Eisen nachfüllen, ne? Ich höre es gerade gar nicht mehr zischen. Das mache ich fix. Weil das muss natürlich konstant jetzt weiterlaufen. Nervt es vielleicht ein bisschen, dass wir die ganze Zeit hoch und runter rennen müssen, aber... So sei es. Warte mal, ist das alles an Holz, was wir noch haben? Ein Stack. Sonst ist hier nur Edelholz, ne? Dann hole ich noch einen Stack Holz mit hoch. Aber zuerst einmal gehen wir runter. Jetzt bin ich sinnlos umständlich gerannt, ne? Hauptsache, wir können unsere Abkürzung nehmen, in Anführungsstrichen. Unsere Ablenkung. So, Eisen. Und ich stapfe außerdem mal hier rüber. Und nehme hier mal das Erz raus. So. Und den Neuner auch, keine Ahnung. Und dann gucke ich mal, wie viel hier reinpassen. So. 30. Dann die 30. Hier nochmal. Und sogar noch ein Stack. Und dann nehme ich den auch gleich raus. Und dann haben wir die, das, was wir auf Halde hatten, nämlich verwurstet. Oh Mann. Oh, das wollte ich nicht. Her damit und hier von 10 bitte. So. Dann Co. 2 Stacks. Und ich glaube aber, das war dann auch die letzte. Ach nee, gar nicht. Wir müssen die erstmal Eisen wieder auf Halde bringen, ne? Wir müssen ja, dass wir wieder ein bisschen was vor Ort haben. Also vorbereiten natürlich. So. Und hier. Da waren 2 Kohle drin. Seltsam. Normalerweise bleibt eigentlich immer nur eine über, wenn ich dieses Nachlegen mache. Haben sie vielleicht genervt? Gebufft, meine ich. Dass genau dieses eine Nachlegen nicht mehr notwendig ist. Deswegen mache ich das ja. Ne? Damit wir, wenn wir Erz nachlegen, er direkt loslegt. Und nicht erst noch wartet, bis ich Kohle eingeführt habe, sondern direkt es startet. Gut, wie auch immer. Rein damit. Her damit. Alles bitte. So. Und die, die hier fertig sind, nehme ich auch schon mit. Das und das. Und den und den. Und let's go. Ja, komm. Na los. So. Und ich schmeiße außerdem das hier mal rein. Oh. So. Nach oben geschleppt. Und wir haben jetzt... Ich glaube sogar, das Eisen reicht schon. Plus die. Sag mal. Dreist. Kannst du deinen Rundgang nicht später machen? Ja, jetzt drehst du um, weißt du? Dreist, Alter. Hast du doch mit Absicht gemacht. So. Und noch einmal aufwerten. Zack. Sehr gut. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Eisenaxt, ne? Ja. Da schaue ich auch nochmal direkt nach. Hm.
Ein Schwert? Nee, 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 das war hier oben. Da, Eisenaxt. Braucht 20 Eisen. Holz und Lederreste, naja gut. Dann können wir das Sumpfholz schon mal wieder wegpacken. Und Holz nehme ich mal den Stack und den Stack raus. Schmeiße einen Stack hier hin. Und den anderen, halt, genauso wie das und das. Und den anderen Stack nehme ich mit nach oben. Ich sehe es aber auch schon kommen, dass wir gleich wieder nach unten können. Flusti, Alter. Und Eisen wieder nachfüllen. Kein Plan. Weil ich ja schon wieder nicht mehr zwischen. Ah doch, jetzt. Gut. So, das hätten wir schon mal. Ey, das finde ich, sieht voll geil aus so. Noch epischer als vorher, wenn die Flamme so da unten ist, ne? Sehr gut. So. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit Edelholz und Bronzenägeln. So. Und wir bauen die Dinger hier dran. Ich würde sagen, wir machen das anders als bei den anderen. Stimmt, außerdem ist es immer je nach unterschiedlicher... Hier zum Beispiel brauchen wir nur einen. Weil hier kommt nur der Knüppel dran. Zack. Ne? Bei dem hier brauchen wir eins... Zwei. Dann mache ich so. Und so. Dann bei Bronze brauchen wir vier. Also mache ich mal so. So. Und dann so, dass es passt. So und so. Der kann noch ein bisschen rüber, ne? So. Ja. Halt. Der ein bisschen nach unten. So. Und den nach unten. So. Kann man so lassen, ja. Sieht voll komisch aus, ne? Wenn der Cape, wenn das Cape orange ist. Okay. Wie auch immer. So will ich es lassen. Und dann machen wir bei Bronze weiter. Bronze... Oh. Ups, das war ja Troll. Eins, zwei sind hier nur. Nein! Hier sind nämlich vier. Ups. Gut, wir wissen jetzt, wie es geht. Ja, das ist okay. Und so. Und nochmal hier dran. Ich orientiere mich an der linken, ne? Da mache ich es einfach genauso wie da. Und hier dran. So, der ist wieder zu weit oben. So. Und da wir hier nur zwei brauchen, mache ich den und den wieder weg. Ah, oh, der Ring hat aufgehört. Sehr gut. Ja, und dann sieht das nämlich genauso aus wie da. Wobei die jetzt, wenn es nur zwei sind, eigentlich sogar weiter auseinander könnten. Das mache ich auch. Und damit die so mit dem Muster passen, ne? Ihr seht's. Also so. Den weg. Und so. Dann sind wir Wurzel. Bei Wurzel haben wir 1, 2. Ebenfalls nur. Also wieder beim Muster. Hier und hier. So. Hier sind 5. Das haben wir ja schon. Fenri machen wir übrigens eine Ausnahme. Weil es gibt ja Skoll und Hatti. Das sind ja die hier. Und die sind eigentlich von dem hier, von Chitin. Und müssten hier auch zu. Chitin hat aber schon 5, erstens. Und zweitens, also wären es dann 6. Und zweitens passen Skoll und Hatti ja viel, viel besser zu dieser Rüstung hier, ne? Viel, viel besser. Und deswegen machen wir hier die einzige Ausnahme, dass hier Skoll und Hatti dran sind. Ne? Obwohl das eigentlich nicht zur Rüstung theoretisch vom Tier her passt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber auch hier sind es nur 2. So und so. Sehr gut. Wolf hat wieder 5. Also mache ich wieder den Rand zuerst. Soll ich eigentlich immer als letztes machen, ne? Weil sonst die Höhe nicht stimmt. Eigentlich so und so weitergebaut. Mit einer kleinen Lücke. So. Dann den schön in der Mitte.
Hä? Ist das orange und dann ist es grün geworden? Ist aber unüblich. So, und den letzten so. Und das meine ich, da hätte ich ein bisschen dichter ran gekonnt. Aber ich will auch nicht, dass die Textur zittert. Ja, doch, so geht's, ne? So. Dann Leinen, ebenfalls 5, ne? Ja. Wie viele Ressourcen haben wir noch? Genug. Sollte passen für das, was wir hier haben. Vorhaben. So. Und da diesmal ein bisschen enger zusammen. So. Und hier dran. Und so. Zack. So, hätten wir das. Und tatsächlich haben wir hier auch schon ordentlich Waffen, die da schon ran können. Ne? Hier von denen. Vor allem bei Wolf und Leinen. Aber eigentlich Chitin, keine Ahnung. Ich würde das aber trotzdem gerne ausklammern. Bis das nächste Update kommt. Dann können wir hier immer noch ausbauen. Würde ich sagen. Aber was außerdem noch fehlt, sind Schilde. Aber nicht alle haben Schilde. Zum Beispiel, Zerlumpt hat keine. Dann Leder hat 2. Wood Shield und Wood Tower Shield. Stopp. Wo habe ich die? Auf welche Höhe gemacht? Einfach random. Das wird zu random. Deswegen mache ich die mal systematischer. Und zwar in die Mitte des Musters. So. Und nach hinten hin. Also nach vorne bündig. So, hör damit. Und so. Zack. Oh, falsch rum. So, natürlich. Und dann mache ich hier die 4. Und auf die andere Seite die 3. Mhm. Ja, das gefällt mir. Und dann machen wir das gleiche hier. Einen auf die Seite. Ich scroll mal run. So, und ein auf die. So, zack. Und Troll hat keine. Bronze hat tatsächlich nur ein Schild. Die einzige, wo es nur ein Schild gibt, die mache ich hier hin. Zack. So, dann Wurzel hat theoretisch 2, aber wo ich das gerade sehe, Bandit Shield, das passt eher hier ran. Ich verschieb's. Das Bandit Shield mache ich doch hier ran. So. Und hier kommt das eine, also das mit dem einen nur. Warte mal, hat der zufällig auch einen Bogenwurzel? Nein, hat er nicht. Dann kann ich den eigentlich auch in die Mitte machen. Ja, nee, bleiben wir beim Muster. Würde ich sagen. So. Der hat schon seine 2 Schilde. Fenri hat keine, glaube ich. Nee. Dann hier sind 2. Nummer 1. Und Nummer 2. Und bei dem hier sind ebenfalls 2. So. Und hier. So. Sehr gut. Und dann fehlt eigentlich nur noch das für den Bogen. Da hatte ich immer 2 aufeinander gebaut, ne? Dafür wiederum fehlt uns Edelholz. Und ich habe schon wieder mich so festgequatscht, dass ich gar nicht daran gedacht habe, Eisen nachzulegen. Das mache ich mal fix. Außerdem holen wir uns ein paar Bronzenägel. Bronzebarren und machen uns Nägel. So meine ich. Weil wir auch davon wieder welche brauchen. So. Das Eisen schmeiße ich mal hier kurz hin. Und ich schmeiß direkt Neues nach. 10. Zack. Co. Und die ganze Kohle ist wieder weg, ne? Oh Mann. Da ist schon wieder Plusti, wa? Plusti, die zweite. So, rein damit. Und rein damit. So. Dann ein Dürr und ein hier. So. Und hier rein.
Ja, tatsächlich ist es irgendwie immer Kohle auf Halde. Ich glaube, ich kann mir das sparen, das Nachlegen. Dann mache ich das auch. So sei es. Zack. Und dann das Eisen. Nehme ich mal alle draus. So. Und da auch noch, ne? Ja gut, dauert mir zu lang. Tschüss.